Hallöchen Leute, willkommen zur 13. Episode meines Let's Plays Action Word. Ich bin Dave und ich begrüße euch ganz herzlich zurück. Ja, es war sehr viel Backtracking zurzeit, aber wir mussten natürlich mit Backtracking weitermachen, weil ich will jetzt woanders dahin. Ich habe nämlich eine Vermutung, dass wir hier oben kommen, nämlich zu ZI müssen wir noch hin, wie ihr seht. Da und hier oben gibt es da noch einen Gegenstand, da unten rechts, falls ihr da seht, bei Kur. Da muss es noch was geben. Es wird halt jetzt ein leichtes Backtracking sein. Tut mir leid, Leute. Aber es muss halt sein. Es ist halt ärgerlich, aber... Ja, auf jeden Fall werden wir auch diese Episoden jetzt ein bisschen länger ziehen von diesem Spiel. Ich sag euch auch, warum jetzt gleich. Weil natürlich demnächst ist ja der Zeitpunkt, wo das schöne Doom rauskommt. Und ich weiß nicht, ob ich per Release am Freitag schon die erste Episode raushauen tue, aber ich möchte sie am Samstag direkt raushauen. Deswegen muss ich mit Axiom Verge fertig werden. Und ich hoffe, ihr versteht es auch. So, okay, da ist nichts. Ich glaube, das habe ich sogar schon mal gemacht. Oh, jetzt gucken. Bin ich richtig hier? Wo komme ich da hin, wenn ich jetzt bei 1 rausgehe? Oder reingehe? Reingehen würde, so rum gesagt. Ich weiß es nämlich gerade nicht. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, ich möchte halt so schnell wie mit dem Spiel fertig werden, wie es geht. Ich meine, ich finde, das Spiel ist richtig geil. Ich empfehle es jedem, der Metroid generell liebt. So diese Spielerart, grafisch gesehen ist es ja cool. Soundtrack, hört ihr ja, der ist einfach phänomenal in manchen Stellen, manche Gebiete ist einfach nur wirklich abgöttisch geil. So, der schnellste Weg wäre eigentlich, ja, wirklich... Ist das der schnellste Weg? Ich glaube ja, hä? Sicher bin ich mir doch, das war der schnellste Weg. Ach komm, wir machen jetzt halt einen kleinen Umweg. Bis ich oben gesprungen bin, bin ich genauso schnell hier durch. Oh ja, ja, was du nicht willst. Guck mal, dass du irgendwo anders der Stress machst, aber nicht bei mir. So, hier, was hier? Hier muss ich rechts. Und dann jetzt hier. Ja, ja. Ja, ja, ich weiß. Ich weiß. Du würdest mich gern futtern, aber... Sorry, dafür habe ich echt jetzt keine Zeit. Die Zeit läuft und die... Und ihr wisst alle, Zeit ist Geld. Zeit ist Geld. Und wir haben hier Gott sei Dank genug Energie, dass die Arschgeigen uns eigentlich nichts ausmachen können. So, dass es nicht so schlimm ist, wenn die mal ein bisschen uns knutschen tun. So. Jo. Jetzt habe ich 3 noch von den Arschgeigen hinter mir her. Unfassbar. Gott sei Dank hat es jetzt aufgehört hier. Ah, jetzt kommen diese Kellogg's-Packungen. Oder diese Loopy Fruits oder wie die heißen. Ich glaube, die heißen so, weil ich esse ja eigentlich nicht so Cornflakes-Likes. Ich mag das nicht. Ich mag einfach keine Cornflakes. Ich sag mal, ich esse halt gern eher Müsli. Das ist halt eher so mein Fall. So, ich denke, das war richtig da, ja. Wir müssen hier hoch. Genau, das ist doch schon mal der richtige Weg hier. Sehr gut, sehr gut. Jetzt nach rechts. So. Stimmt, da ist ja noch das Secret-Ding, wenn ich mich nicht irre. Aber da können wir ja auch nicht hin, weil uns bestimmt ein gutes Ding fehlt. Obwohl, vielleicht mit dem neuen Laborkittel ist es vielleicht sogar möglich. Gucken wir mal. Ich glaube, mit dem neuen Laborkittel ist es möglich, dass wir hier Eiern machen können. Also ich verliere mal keine Energie, Leute. Jo, klar. Okay. Also ich verliere mal wirklich keine Energie. Mal schauen, was wir hier finden. Vielleicht finden wir hier was richtig Gutes. So irgendein geiles Equipment. Hoffe ich mal. Wow, wow.
glaube, weit und lang muss es ja nicht mehr sein. Okay. So, ich denke mal, das wäre die schnellste und logische Eigenschaft, hier durchzugehen. Aber Energie hättet ihr mir trotzdem mal geben können. Wäre fein, aber ich glaube, durch den neuen Laborkittel können wir wirklich hier durch jetzt. Okay. Ja, heute ist Vatertag und hier. Ich habe meinen schönen Vatertag so begonnen, also als angehender Vater natürlich, dass ich schön im Fitnessstudio war und schön ordentlich gepumpt habe. Ich habe ja sogar auf Twitter ein Foto gemacht. Das war ordentlich, das Gewicht. Also, das war hart an der Grenze bei mir dann. Ah, guck mal. Was? Kann ich das nicht mitnehmen? Für was kann ich dann hier hoch? Okay. So kann man das auch machen, wie ich es gerade gemacht habe. So, was geht hier? Okay, da geht's weiter. Alles klar. Und was gibt's bestimmt auf der linken Seite? Ein Speicherpunkt oder was? Okay. Irgendwie, ich habe gedacht, für eine Secret-Welt wird die nicht so groß sein, aber die ist schon. Kann man echt nicht meckern. Okay. Also irgendwas wird gerade zusammengelootet, so kommt es mir vor. Yeah, was haben wir? Mehr Distanz, wir haben mehr Distanz, oder? Glaube ich. Neues Upgrade, Reichweite, Knotenpunkt, erhöht die Waffenreichweite. Das ist halt richtig gut. Das ist, komm, weiter. Was haben wir schon mal? Oh, wo geht's hier hin? Also jetzt schockiert mich das langsam. Also die Welt ist doch nicht so klein. Ich hätte jetzt echt gedacht, die ist kleiner. Für eine Secret-Welt ist sie schon groß. Muss man echt sagen. Mein lieber Scholli. Also Respekt fürs Programmieren. Wirklich, also er hat sich wirklich Mühe gegeben, was dieses Spiel angeht. Und ich sag euch, jeden Cent ist das Spiel wert. Weil es ist von der Atmosphäre, klar, es kann es halt trotzdem, es ist trotzdem kein Metroid oder sagen wir ein Super Metroid diesbezüglich. Aber es ist trotzdem genial gemacht. Und man merkt, dass es sich Mühe gegeben hat. Auch, und er hat halt Story-Hintergrund geliefert, was auch richtig cool ist. So, und ich glaube wirklich, wir sind durch diesen neuen Laborkittel wirklich geschützt und richtig gut geschützt. So, kann man da oben was machen? Wow, 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 wow. Da fallen wir ein paar Meter zu tief runter, was echt nicht sein müsste. Ach, wieder so ein Stresser. Warte mal, da oben. Nee, doch nicht. Hätte ja sein können. Ja, ich bin echt mal gespannt, wie groß doch die Secret-Welt ist. Also da haben wir schon mal alles gemacht. Also ich glaube, viel wird es nicht mehr sein. Ich denke mal, das war's dann hier mit. Also ist meine Vermutung. Da kriegen wir nochmal eine. Ist das eine Energiekapsel? Ich glaube nicht. Doch, Gesundheitsknotenfragment bekommen. Ja, das war's mit dieser Welt hier. Ja, man hat einmal Distanz bekommen. Coole Sache. Ja. Warum hat man das da bekommen? Für was? Ist doch kein Secret trotzdem nicht vorhanden. Warum man das hier machen kann, verstehe ich jetzt selber nicht, aber egal. Weil trotzdem gibt es ja hier trotzdem kein Secret. Deswegen
Verstehe ich nicht, aber egal. Hauptsache, wir konnten doch jetzt mit diesem Laborkittel hier rein, haben die Secret Welt schnell abgeschlossen. Nehmen wir das natürlich noch mit, dass hier alles geschenkt ist. Ja, ich weiß, sie bringen halt keinen Erfahrungspunkt, aber trotzdem mache ich sie lieber kalt. Ich weiß ja nicht, was die noch für Stress verursachen könnte. Ja, ich finde es halt komisch, dass es bei dieser Secret-Welt nicht noch doch zufällig irgendwas noch gibt. Du Mistvieh, geh sterben einfach. Ja, sehr gut. Oh, da war's. Warte mal. Da links sah so merkwürdig aus. Nein, das sieht so merkwürdig aus, aber trotzdem ist da nichts. Da hat halt echt ein paar verwirrende Dinge eingebaut. Muss man echt zugeben. Also hat sich echt beim Design was gedacht, der Typ. Und das macht mich irgendwie dann schon stolz, dass ich diese Indie-Perle gefunden habe. Oder sag mal, was heißt gefunden? Mir wurde es eigentlich von meinem Cousin eine Empfehlung mir gesagt diesbezüglich. Weil er weiß ja, dass ich Metroid lieben tue. Obwohl ich sag mal, bei Metroid Prime 2 ich mir jetzt sag mal schon schwer mache. Weil ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Weißt du, Metroid ist halt für mich... Das ist halt Metroid für mich. Wenn man halt diese Variante hat. Dieses Metroidvania, falls ihr wisst diesen Fachbegriff, das bedeutet Metroid plus Castlevania. Wird dann Metroidvania. Oh, gut, jetzt können wir weitermachen, aber dafür haben wir wenigstens die Secret Welt schnell gemacht. Ist auch was Feines gewesen, weil diesbezüglich haben wir ja was Neues gefunden, Leute. Es war ja nicht irgendwie blödsinnig, was wir da fabriziert haben. Es war ja schon schlau, dass wir das gemacht haben. So, speichere ich hier mal, vorsichtshalber. Man weiß ja nie. Ich meine, ich erwarte jetzt nicht den Tod, aber trotzdem speichere ich es vorsichtshalber nicht, dass wir wirklich da umgehen. Oh ja, ich weiß, Backtracking ist nicht so fein, aber ihr seht wenigstens noch ein paar Secrets, wo ich zufällig entdecken tue. Was eigentlich auch nicht schlecht ist. Warte, gab's da drin noch was? War da noch was? Ja, da ist was. Okay. Aber ich glaube, das habe ich schon geholt. Ich glaube, da war ein Gesundheitspunkt. Wenn ich mich nicht komplett irren tue, müsste ein Gesundheitspunkt hier gewesen sein. Ich weiß nicht, ob ich mich wirklich gerade fatal irre, aber egal, wir haben es auf jeden Fall das da, was es da gab. Okay, wir sind jetzt hier. So, hier haben wir auch ein Gebiet da oben links gehabt, wo wir noch nicht waren. Oder noch nicht konnten, weil uns ja natürlich die Fähigkeit gefehlt hat, höher zu springen. Aber durch den Enderhaken müsste es vielleicht möglich sein, jetzt hochzukommen. Mit dem halt hier. Oh, es hat gerade einmal geruckelt. Also das ist ja echt fatal, dass das Spiel anfängt zu ruckeln. Da kriege ich ja richtig einen Kollaps jetzt. Also einen halben Herzinfarkt sogar noch dazu. Weil das kann ja nicht wahr sein, dass dieses Spiel anfängt zu ruckeln. Warum? Wieso? Also... So viel... frisst es ja eh nichts. Ich meine, klar, ich habe noch Adobe Premiere gerade hier laufen und er tut auch mir gerade die Audiodatei von Dark Souls gerade extrahieren, aber trotzdem, das muss bei meinem PC funktionieren, locker normalerweise, locker flockig müsste das funktionieren. So, sehr gut. Ich hasse es. So, war es hier hoch noch? Ja, ich muss hier hoch. Das ist auch der schnellste Weg. Denke ich gerade. Ach komm. Yo, klar, warum nicht? Ich hasse es. Ich liebe es ja so sehr.
Komm, mach echt jetzt kein Hexefett. So, ab hoch. Oh, da oben links war was. Stimmt. Da waren wir auch noch nicht drin. Guckt euch das hier an. Hier war ja auch noch was. Krass. Oh, da muss ich jetzt aufpassen, sonst sind wir gleich down. Du Mistvieh. Ja, das muss mir ein bisschen anders gehen. What? Okay, das dauert. Oh, Gott sei Dank, du gibst mir wenigstens Energie. Wenn ich dich töte. Sehr gut, aber du hast mir gerade überhaupt nichts gegeben. Aber ich schmecke gerade, die Energie tut sich automatisch ein bisschen auffüllen. Ah, das ist doch mal fein. Boah, verdammt. Boah, Gott sei Dank. Ja, ab und zu muss ich die Tricks verwenden jetzt hier. What the fuck, bitch, ey. Oh, warte mir halt ab, bis halt wirklich volle Energie ist. Aber weil das muss man machen, da kriegen wir bestimmt irgendwas Sinnvolles. Ah, du Mistvieh. Du bist so dumm. Aber ich begrüße deine Dummheit. Komm. Ach. Jo. Jetzt war ich ein bisschen zu feuerlig. Guckt euch das an, wie das gerade an mir kleben gewesen war. Komm, jetzt ist gar nichts mehr da oben, oder? Das reicht nämlich jetzt. Och, jo, klar. Das ist ja das Flawless Fatality, ja? Grad. Boah, warum nicht? Kann man es so stehen lassen? Ja, super. Und ich bin ja gezwungen, jetzt genau das da zu schaffen. Oh Gott. Oh Gott. Jo, klar. Warum nicht? Lass dich einfach so stehen. Och, jo. Das ist ja gerade echt die Verarsche pur. So, gucken wir mal, was ist ein Stockwerk höher? Ja, komm ich überhaupt noch ein Stockwerk höher? War ja klar, dass ich kein Stockwerk höher komme. Klar, wie soll man das schaffen? Wie soll man das schaffen, Leute? Keine Ahnung. Das ist nämlich absolut die Frechheit und ich komme ja nicht weiter. Das ist das Problem. Ich muss mit dem Ding da rein. Das ist die Traurigkeit. Ich werde es noch einmal versuchen. Vielleicht findet man doch ein kleines irgendwie Upgrade. Warum? Warum trifft es mich, das Mistvieh? Ja.
Warum kann das nicht so laufen jetzt? Oh, jetzt muss ich vorsichtig sein. Ja, man hat keine andere Möglichkeit gerade gehabt. Die Möglichkeit habe ich jetzt gerade besessen. So, 100% gibt es hier irgendwo. Nö, gibt keinen schnelleren Durchgang. Boah, Gott sei Dank, ey. Guckt euch das jetzt an, wie das jetzt auf einmal hier klappt. Boah, Gott sei Dank. Nein! Verdammt, ich habe es gerade total verkackt. Boah, mach ja kein Mist, du Drohne, gerade. Nein, 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 ich hab's verkackt. Okay, da kommen wir bestimmt so rum nochmal. Ah. Komm, lauf, lauf, lauf. Du schaffst das. Ich bin stolz auf dich, echt. Boah, du hast es tatsächlich geschafft. Phänomenal. Boah, was ist das? Vorrang, gabelförmige Energieblitze. Das ist hier echt grandios. So, das heißt, jetzt bin ich mal gespannt. Wow, krass. Oh. Ja, das ist mir wurscht soweit, wenn ich Energie verliere. So, jetzt gucke ich mal hier oben links, genau. So, kurz abspeichern, weil das war ja mega ein Erfolg gerade. Ja, ab und zu ist Backtracking halt schon sinnvoll. Auch wenn es schon fatal nervig ist, am zu Backtracking, so. Ah, schade. Ah, seht ihr? Wo kommt man darüber? Ich weiß jetzt auch nicht, was hier sein soll. Aber kann es trotzdem mal begutachten. Aber nichts, so wie es aussieht. Wo sind wir jetzt? Indy. Aha, ah, da sind wir jetzt da, alles klar. Warte, warte mal. Von Indy her gesehen. Nee, ich wollte ja generell jetzt hier rechts. Ne, wir sind schon richtig. Jetzt wissen wir wenigstens, dass es da einen Durchgang gibt. Ich finde es nur schade, dass es nicht so wie bei Metroid Prime, Metroid generell ist, dass man dann gesagt bekommt, in welche Richtung da man hochgehen kann, also zu welchem Platz, Karte, Gebiet. So, das haben wir alles, glaube ich, ja? Hier haben wir alles, glaube ich. Ich glaube, ja, da haben wir alles, ja? Da haben wir alles, okay. Haben wir ja den Laborkittel, wenn ich mich nicht irre, bekomme. Okay. Es war es jetzt umsonst, alles klar. Aber da kann man jetzt wieder drüber gehen. Ja, das war ein schöner Boss, muss man sagen. Der war wirklich schön. Oh, wow, 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 wow. Okay. Oh, ich hatte ich jetzt nicht mehr in Erinnerung, ganz ehrlich. Also wundert mich jetzt, dass ihr noch, dass ihr es überlebt, was, dass du so überleben tust. Das ist ja schon grandioser Strahl. Also die Waffe ist echt grandios geil. Aber sie wirkt nicht bei jedem Gegner so, wie es sein soll. Das ist der Nachteil.
Das ist halt das Blödsinnige daran. Nicht bei jedem Gegner ist es die gleiche Wirkung. Ach, genau, da wollte ich hin, weil da habe ich ja noch was vergessen. Ah, verdammt, verdammt. Also vermute ich mal, was ich vergessen habe. Sicher bin ich mir gerade nicht, aber ich glaube, ich habe echt hier ein Gebiet noch vergessen mitzunehmen. Verarsche. Aber da geht's nach Indy, wenn ich mich nicht irre, oder? Ja. Geht's nach Indy, da will ich noch nicht hin. Obwohl, ich glaube, da muss man als nächstes dann hin. So, da rechts. So, da hoch, genau, da wollte ich hin. Genau, da ist was. Hab ich's doch gewusst, hier ist was noch. Also wenn man sich echt nicht zu dumm anstellt, dann kriegt man das alles locker flockig hin. Aha. Oh, ein neuer Beam, oder was? Schon wieder? Alter, wie viele Beams gibt's hier überhaupt? Der Hypoatomisierer. Jedes Projektil feuert zusätzliche Projektile mit einer bestimmten Frequenz. Interessant. Okay. So, da oben muss es auch noch was geben, wie es genauso wie da rechts, wenn ich das so überlege. Muss auf jeden Fall noch was geben. Oh, ab. Ah, interessant. Ja, ich habe es jetzt gesehen, was das wirkt. Das ist eigentlich die Waffe, was die Viecher da tragen. Tokio. So, Abkürzung. Nicht ins Wasser rein, bitte. So, machen wir das. Ach so, das war ja der Mistboss. Och Gott, ja, ja, ich erinnere mich. Das war der Boss, wo mich so richtig auf die Palme gebracht hat. Wegen dem ganzen Scheiß Ducken und die ganze Aktion. Ja, 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 dich kenne ich gut genug. Oh je, hab ich dich gehasst, so. Laberst du mit mir? Nein, du willst nicht reden? Schade. Stimmt, da hat ja die Aktion jetzt hier begonnen. So, aber hier muss es irgendwo was geben. Das sieht so merkwürdig aus, Leute. Merkwürdiger geht's hier nicht gerade. Oh je, das ist das da. Nö, 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 nö. Das sehe ich schon mal gar nicht ein, da hier rumzueiern. Gut, dann hätte ich gesagt, gut, wir gehen jetzt nach Indy. Gehen wir jetzt den Weg zurück und tun kurz davor speichern, bevor es zu Indy geht.
So, das wäre eine Option, schnell hinzukommen, oder? Ja. Ja, das wäre die schnellste Aktion eigentlich, glaube ich. Eine der schnelleren Aktionen, so rumformuliert. Oh, klappt doch. Oh, wo ist das Problem? Also da hoch willst du. Okay. Hab ich das hier vergessen? Nö, da war ich eigentlich schon mal. Ich muss nur gucken, dass ich den Idioten da platt mache. Der Moment, ah, super. Der Moment, der muss Stress machen, so rumformuliert. Wohl. Es ist eigentlich egal, wo ich entlang gehe. Ich hätte jetzt hier entlang gehen können oder die andere Seite. Guck mal, da oben ist was. Mhm. Ja. Alles klar. Das werde ich auch machen, schnell. Mistvieh. Nein, 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 nein. Das ging fast dick in die Hose. Wunderbar. Der Gesundheitsknoten. Aha. Okay. Okay, gibt's hier oben was noch? Jetzt bin ich mal gespannt, gibt's hier oben was noch? Weil das ist ja ein neues Gebiet, was wir hier erforschen, du. Müsste es ja hier oben was noch geben. Außer den Idioten da. Anscheinend sogar doch. Gibt's hier was? Da waren wir noch gar nicht. Interessant. Wir haben was Neues entdeckt. Aber ich werde jetzt die Waffe machen. Okay, alles klar. Okay. Scheiße. Ah, ich habe eine Idee. Die werde ich jetzt auch versuchen zu nutzen. So, klar, kann man da hoch noch? Gut, dass wir so eine Waffe besitzen. What the fuck, ey. Also, er fasziniert mich echt gerade, Leute, der Typ. Das ist ja echt riesengroß langsam. Das ist ja echt grandios. Wir reden hier nicht von einem Minispiel, das ist ja wirklich riesig. Das ist wirklich nicht mini, was er hier zaubern tut. Also das, da muss man echt den Hut abziehen für diese
dieser Riesenwelt. So. Jetzt. Nein! Ich wollte Y drücken. Jetzt habe ich das verkackt. Ab. Jo. Das war nicht so geplant. Hallo, was soll der Scheiß grad? Geht doch. Okay. Okay. Das verwirrt mich gerade, wo wir da hinkommen. Verdammt. Schade. Ich bin mal gespannt, ob ich das so hinbekomme, wie ich es mir vorstelle. Nein. Schade, das war knapp. Wir müssen irgendwie da hochkommen. Auf jeden Fall. Nur die Frage ist wie. Aber das kriegen wir alles noch gebacken. Also der fasziniert mich echt gerade, der Typ. Schade. Das ist echt grandios, was für eine Länge das Spiel hat. Also ich hoffe nur, ist so. Ah, verdammt! Was geht? Oh. Okay, dann ist das Mistvieh jetzt da unten. Dann kann ich das jetzt kaputt machen, hoffentlich. Wegen dir bin ich da jetzt nicht weitergekommen. Na. Da muss man öfters jetzt drücken wieder B. Und ja, du bist reingegangen. Endlich. Okay, wo führt mich der Weg hier hin? Führt der Weg jetzt hin? Oh je. Okay. Alles klar. Oh, jetzt ihr. Meine Güte. Oh. Willst du mich jetzt echt verarschen? Schon wieder ein neuer Beam? Reflektor. Projektile prallen an der Wand ab. Mein lieber Shirley, was ich jetzt hier für Beams finde, das ist ja echt grandios.
Das ist ja echt abartig, was ich bis jetzt gefunden habe in dieser Episode schon. Heftig. Jo. Nö, also es gibt nichts mehr. Ich sag mal auch, dass ich hier wieder zurückgehe, ohne Witz. Ich habe jetzt echt zu viel jetzt hier. Ich habe ein neues Gebiet aus Versehen gefunden. Das ist nicht schlecht, gebe ich recht, aber das reicht jetzt, glaube ich mal. Jetzt gehen wir wieder zurück ab. Das reicht jetzt echt, was wir hier alles gefunden haben. Das ist ja echt unfassbar. Ich finde es wirklich heftig, was wir hier jetzt gerade gefunden haben, alles hier. Das war echt nicht wenig. Ich begrüße es natürlich, weil, also wer sich jetzt beschwert, dass man hier zu lang die Episode gegangen ist, tut mir leid. Wie gesagt, ich will ja mit dem Spiel fertig werden, dass wir so schnell wie möglich mit Doom dann weitermachen. Und da muss ich halt die Episode ein bisschen in die Länge ziehen. Sorry Leute, ist halt so. So, jetzt gucke ich mal. Okay, weiter runter. Zum Speichern. So. Ja. Was du nicht willst. Endlich. So, ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder bei Action Verge. Euer Davy. Tschüssi. Kowski.